Ja, herzlich willkommen in meiner ersten Produktvorstellung. Da ich selber gerne Produktvorstellungsvideos auf YouTube gucke, habe ich mir gedacht, könnte ich selber einmal eins machen. Das ist der Airbus A320 von der Air Berlin, vom Hersteller Revell. Und ich werde das Ganze jetzt nicht nur vorstellen, ich werde das auch in den nächsten Tagen zusammenbauen und auch alles schön dokumentieren. Und dann werde ich auch regelmäßig Videos hochladen, wo ich dann zeige, wie weit ich schon bin, was ich gemacht habe. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich auch die einzelnen Schritte zeige und erkläre. Ja, dann gucken wir uns jetzt erstmal an, was in dem Karton alles drin ist. Zusammenbauen werde ich heute noch nichts. Das Wetter ist nämlich so schön. Ich werde gleich noch ein bisschen mit meinem Quadrocopter da draußen fliegen. Ja, gucken wir uns mal an, was hier drin ist. Einmal ist hier als erstes ein Sicherheitshinweis. Den lege ich mal zur Seite. Dann haben wir hier als nächstes die Anleitung. Hier oben drauf steht ein Text über den Airbus A320. Dann ist hier halt jeder einzelne Schritt beschrieben. Auf die Anleitung gehe ich später nochmal ein, die lege ich jetzt auch mal zur Seite. Dann haben wir hier die Schriftzüge, die anschließend, wenn alles zusammen steckt, auf das Modell angebracht werden. Dann haben wir hier die einzelnen Bauteile aus Plastik in einer Plastiktüte eingeschweißt. Ich packe die mal aus. Hier haben wir einmal den Rumpf. Dann haben wir hier die Flügel und die Triebwerke. Und hier haben wir nochmal, ich hoffe, man erkennt das, das sind die Fenster vom Cockpit. Dann lege ich das jetzt erstmal zur Seite und komme wieder auf die Anleitung zurück. Hier haben wir erstmal nochmal ein paar Warnhinweise. Hier haben wir eine Erklärung über die ganzen Symbole, die in der Anleitung vorkommen. Also nicht kleben oder mit einem Messer bearbeiten, trocknen lassen, Klebeband benutzen oder Vorgang wiederholen. Hier haben wir Flaggen mit den Buchstaben A bis L. Die Flaggen stehen für die Farbe, die benutzt werden muss. Hier haben wir einmal das E und das F. Dann gucken wir nach, was E und F bedeuten. Dann haben wir einmal E Eisen Metallic 91 und F Silber Metallic 91. Das heißt, die Teile müssen dann entsprechend silber angemalt werden. Ja. Hier ist ein Gewicht abgebildet. Hier steht 20 Gramm. Diese 20 Gramm kommen hier vorne rein, damit das Flugzeug auch gerade steht. Wenn man das Flugzeug nämlich hinterher fertig hat, ich zeige euch das mal einem fertigen Modell. Wenn ich das Flugzeug jetzt so hinstelle, dann würde das normalerweise, weil hier hinten schwerer ist, so mit der Nase nach oben stehen. Damit das nicht passiert, klebe ich vorne irgendetwas rein, was ungefähr 20 Gramm wiegt. Man kann da ein paar 1-Cent-Münzen reinkleben. Ja, was habe ich da reingeklebt? Ich glaube, ich habe da ein bisschen Granulat in einer Plastiktüte reingeklebt, halt damit die Nase beschwert wird und das Flugzeug gerade steht. So ein Modellflugzeug sieht hier ziemlich langweilig aus, wenn es nur weiß ist. Deswegen kauft man dann natürlich auch Farben dazu. Für Air Berlin üblich einmal vorher rot und weiß für den Rest vom Flugzeug. Blau und einmal Anthrazit. Anthrazit wahrscheinlich dann später für die Räder. Damit die Teile zusammenbleiben, haben wir hier den Kleber von Revell. Hier sind 25 Gramm drin und der kostet ungefähr 4 Euro. Ich persönlich finde den Kleber aber ziemlich gut und mit den 25 Gramm kann man auch ein paar Flugzeuge zusammenkriegen. Ich habe damals, glaube ich, 4 oder 5 mit dem Kleber zusammengeklebt. Ganz wichtig sind noch Pinsel in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt nicht die Revell eigenen genommen, sondern welche für 2 Euro bei MacPaper gekauft. Ja, das war's jetzt erstmal. Ich werde jetzt erstmal rausgehen und eine Runde fliegen. Wenn ich Zeit und Lust habe, vielleicht morgen oder in den nächsten Tagen, werde ich mich mal dran setzen, das Modell dann anfangen zu bauen, jetzt dokumentieren. Und dann zeige ich euch in ein paar Tagen, was ich so geschafft habe. Ja, bis zum nächsten Mal.